Willkommen! Heute geht es darum, wie man von blond auf braun färbt. Blond ist schön, aber manchmal will man eine Veränderung. Hier sind wichtige Tipps für ein perfektes Braun. Beachtet eure Ausgangsfarbe. Sehr helle Haare können kühle Töne wie Grün oder Asch annehmen. Vorpigmentierung ist wichtig, um dies zu verhindern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Vorpigmentierung fügt dem Haar fehlende rote und goldene Untertöne hinzu, um stumpfe oder grünstichige Ergebnisse zu vermeiden. Je nach gewünschtem Braunton gibt es unterschiedliche Ansätze. Blondes Haar nimmt warme Töne gut auf. Eine Kombination aus roten, braunen und goldenen Farbpigmenten sorgt für ein warmes Braun. Aschbraun ist deutlich schwieriger zu erreichen, da blondes Haar leicht grünstichig wird. Hier sollte man vorsichtig mit kühlen Tönen sein und immer etwas Rot oder Rosa hinzufügen. Bei Hellbraun ist eine ausgewogene Mischung aus roten und braunen Pigmenten notwendig. Nach dem Färben verwendet spezielle Pflegeprodukte für gefärbtes Haar. Vermeidet häufiges Waschen und benutzt lauwarmes Wasser. Regelmäßige Haarkuren stärken die Haarstruktur. Das Färben von blondem Haar auf braun erfordert Sorgfalt, aber mit diesen Tipps gelingt es euch. Lasst euch im Zweifel von einem Profi beraten. Danke fürs Zuschauen, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.